Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Podiumsdiskussion Romanistik und Beruf im Rahmen des 31. Romanistentages, der dieses Jahr zum ersten Mal hier an der Universität Bonn stattfindet. Ich darf Ihnen kurz die Diskutantinnen vorstellen. Frau Monika, Dr. Monika Wolf-Matthies, studierte Geschichte, Germanistik und Volkswirtschaft an den Universitäten Hamburg und Freiburg im Breisgau, promovierte in Hamburg, war Leiterin des Referats für Sozial- und Gesellschaftspolitik unter den Bundeskanzlern Brandt und Schmidt, war Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV, heute Verdi, war Mitglied der Europäischen Kommission, zuständig für Regionalpolitik und den Ausschuss der Regionen, war europapolitische Beraterin von Gerd Schröder, war Leiterin des Zentralbereichs Politik und Nachhaltigkeit bei der Deutschen Post DHL in Bonn, ist jetzt Beraterin des Vorstands dort selbst und, was natürlich für uns ganz wichtig ist, Mitglied im Hochschulrat unserer Universität. Frau Simone Jansson ist Journalistin, unter anderem für Zeit Online, Stern.de, die Financial Times, und hat mehrere Bücher geschrieben, darunter ein Buch mit dem Titel Der optimale Berufseinstieg, Perspektiven für Geisteswissenschaftler. Das haben Sie, glaube ich, dabei. Und zuletzt die 100%-Lüge, wie Sie mit weniger Perfektion mehr erreichen. Sie hat in Heidelberg, Jena und Bonn Geschichte und Italienisch studiert. Unter www.beruf-suchen.de, worüber sie gleich auch noch sprechen wird, betreibt sie eine Datenbank, in der nicht nur Geisteswissenschaftler Beispiele und Informationen zu Berufsmöglichkeiten nach Fächern sortiert finden. Frau Andrea Frank hat in Bonn und den USA Regionalwissenschaften Nordamerika, politische Wissenschaften, Soziologie und Deutsch, Deutsch als Fremdsprache studiert, vertrat die internationale Abteilung der Hochschulrektorenkonferenz in Berlin und ist seit 2006 Programmleiterin für die Bereiche Forschung und Wissenschaftsdialog beim Stifterverband für die deutsche Wissenschaft hier in Bonn, aber auch mit Außenstellen in Berlin und sonst wo. Und Frau Juana Juan Banner ist ebenfalls Alumna der Universität Bonn. Sie hat iberoromanische Philologie, neuere englische und amerikanische Literatur studiert, war im International Office der Universität zuständig für die Betreuung ausländischer Studierender und ist nunmehr seit einem Jahr Alumni-Koordinatorin und kümmert sich um das Alumni-Netzwerk unserer Universität. Die Struktur unserer Podiumsdiskussion ist folgende. Wir werden zwei Fragerunden haben von mir an die Damen mit jeweils 5-6-minütigen Ausführungen, die sich an die Fragen anschließen. Wir führen zunächst die vier Antworten auf die Fragen, hören wir uns die zuerst an. Dann gibt es eine Fragerunde nach jeder dieser vier Antworten. Und dann gibt es eine zweite Fragerunde. Die erste wird allgemeiner sein, die andere spezieller. Und danach improvisieren wir, falls überhaupt noch Zeit ist. Frau Wolf-Matthies, Sie haben einen faszinierenden Lebenslauf, das sage ich Ihnen immer wieder. Und deswegen möchte ich Sie bitten, uns zu erzählen, warum Sie gerade als Geisteswissenschaftlerin prädestiniert waren und sind, so wie wir gehörten, ganz verschiedene Tätigkeitsbereiche auszuüben. Ja, ich glaube eigentlich nicht, dass man sagen kann, weil ich Geisteswissenschaftlerin bin oder vielleicht auch eher war, war ich 8 Jahre lang im Wirtschaftsministerium und im Bundeskanzleramt erfolgreich. Weil ich Geisteswissenschaftlerin bin, wurde ich in den Vorstand der ÖTV gewählt und war 12 Jahre Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV. Oder weil ich Geisteswissenschaftlerin bin, wurde ich vorgeschlagen für die Europäische Kommission und war 5 Jahre in Brüssel. Oder weil ich Geisteswissenschaftlerin war, bin ich im Top-Management der Deutschen Post DHL gelandet. Sondern es war eigentlich so, dass ich mit viel Begeisterung Germanistik, Geschichte
und Volkswirtschaft studiert habe und dass ich, nachdem ich promoviert hatte, eigentlich nur wusste, dass ich nicht Lehrerin werden wollte, was so der theoretische Weg oder der eigentlich übliche Weg gewesen wäre. Und das bedeutete natürlich auch, dass ich irgendwie flexibel sein musste. Mein Doktorvater hat mir dann ein Angebot gemacht, nämlich an der Universität zu bleiben für BAT Halbe. Das fand ich damals sehr unfair und habe es deshalb auch nicht angenommen, weil die Kommilitonen, mit denen ich gemeinsam studiert hatte, natürlich volle Stellen bekamen. Und das war also für mich so ein Punkt, das musst du nicht machen, zumal ich auch keinen schlechteren Abschluss hatte als andere. Es kam mir dann ganz gut zu Pass, dass auch eine örtliche Veränderung anstand. Ich habe, wie gesagt, in Hamburg Examen gemacht. Mein Mann war damals in Bonn und promovierte in Physik. Also habe ich mir überlegt, was kann man denn in Bonn tun? Und ausgestattet mit damals noch Bundeshauptstadt, muss man vielleicht dazu sagen, ausgestattet mit einer Empfehlung an den Chef der Pressestelle des Wirtschaftsministeriums und mit einer Bewerbung, die ich auf eine Stelle, die Westdeutsche Rektorenkonferenz ausgeschrieben hatte, ging ich dann nach Bonn. Ich habe mich bei beiden Stellen vorgestellt. Ja, und dann kann man sagen, es begann der Genosse Zufall, denn ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich mich für den Wissenschaftsbetrieb statt für das politische Umfeld entschieden hätte. Mir schien zum damaligen Zeitpunkt das Wirtschaftsministerium interessanter. Das war die Zeit, als dort Karl Schiller Wirtschaftsminister war, der auch verstand, Wirtschaftspolitik den Menschen näher zu bringen. Und ich entschied mich für das Wirtschaftsministerium. Aber insofern Zufall. Aber ich würde sagen, dass natürlich auch Zufall immer an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Meine Erfahrung sagt mir, dass in erster Linie ein Studium einem die Möglichkeit gibt, sich Sachverhalte systematisch mit einer vernünftigen Methodik zu erarbeiten und dass das eine gute Grundlage für alles ist, was man später tut. Wenn man jetzt mal überlegt, was haben die Geisteswissenschaftler zu bieten, so würde ich doch denken, im Vergleich zu etlichen anderen Studiengängen eine relativ große Breite im Hinblick auf Sprache, auf Kultur. Kultur öffnet einem aber auch dann den Zugang zu anderen gesellschaftlichen Dingen und ich sage jetzt mal sehr allgemein zum Leben überhaupt. Vielleicht sogar auch eine gute Schreibe, auch wenn das durch die E-Mails vielleicht zunehmend verdorben wird, aber die gab es damals noch nicht. Und vielleicht auch eine gewisse kulturelle Sensibilität, die man vielleicht heute Soft Skills nennen würde. Aber andererseits muss man auch sehen, dass wenn man exakt das machen will, was man im Studium getan hat und keine anderen Sachverhalte interessant findet, dann reicht das sicher nicht. Und es kommt natürlich auch hinzu, dass bestimmte Eigenschaften dazugehören, als da sind Engagement und Fleiß, Leistungswillen, Freude an der Arbeit, sicher auch ein Stück weit Risikobereitschaft, nicht unbedingt Draufgängertum, aber schon die Bereitschaft, mal was zu versuchen, ein gesundes Selbstbewusstsein, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, auch eine gewisse Frustrationstoleranz, aber die soll ja auch an Universitäten notwendig sein, selbst wenn man sein Studienfach zu seinem Lebensinhalt macht und ich denke, nicht zu vergessen, eben immer auch eine ganze Menge Glück. Dann kann man natürlich sagen, was einem immer helfen kann, sind Mentoren, sind Sparringspartner, die sich auskennen in den Bereichen, die man vielleicht ins Auge fasst für eine spätere Betätigung und auch bestimmte Netzwerke. Aber das alles ersetzt das eigene Engagement nicht.
Und was ich vielleicht als Hinweis darauf, was einem helfen kann, auch sagen kann, ist Folgendes. Zu jeder Station meines Berufslebens gehörten bestimmte Wegmarken, an denen ich mich entscheiden musste und wo natürlich dann die Frage stand, machst du es so oder so? Zum Beispiel 1976, soll ich meine sichere Beamtenkarriere aufgeben und zur Wahl antreten in den Vorstand einer Gewerkschaft? Ich war gerade frisch verbeamtet worden und theoretisch hätte ich auf meine Pension hinarbeiten können und sagen können, das ist eine Arbeit, die interessant ist, die Spaß macht, die mir auch meinen Lebensunterhalt garantiert. Aber ich habe dann gedacht, in dem Alter, in dem ich damals war, versuchst du es doch einfach mal. Die zweite Wegmarke war, sollte ich nach dem Rücktritt von Heinz Klunker, der also ein allumfassender Vorsitzender war und immer die ganzen Fernsehbilder ausfüllte, mir antun, gegen den damals eigentlich privilegierten stellvertretenden Vorsitzenden anzutreten. Wohlwissend, um was für einen Knochenjob es sich handelt und wohlwissend, dass das auch eine enorme psychische Belastung ist. Dann dritte Wegmarke, sollte ich jetzt aus dem Umfeld, in dem ich stark und anerkannt war, sollte ich jetzt nach Brüssel gehen und mit Ministerpräsidenten und Außenministern, die hauptsächlich die Mitglieder der Kommission stellten, dann mich auf ein internationales Terrain bewegen. Und schließlich sollte ich dann am Ende, immerhin im zarten Alter von fast 60, nochmal was komplett Neues machen und den Schritt in die sogenannte freie Wirtschaft, eben in das Top-Management eines internationalen Konzerns machen. Ich glaube nicht, dass mir bei jedem dieser Schritte wirklich die ganze Tragweite der Veränderungen, die da von mir erwartet würden und auch der potenziellen Risiken bewusst waren. Aber ich habe mir zugetraut, dass ich das schaffen könnte. Ich war auch neugierig, Neues kennenzulernen. Und ich fühlte mich als Frau in besonderer Weise verpflichtet, wenn man Angebote hatte, Führungspositionen zu erreichen, nicht sich einerseits immer zu beklagen, dass die Männer die alle unter sich verteilen und dann aber zurückzuzucken, wenn man die Chance hat und zu sagen, ach, will ich mir doch lieber nicht antun, sondern ich fühlte mich dann schon auch ein bisschen verpflichtet zu sagen, ich glaube, ich kann das und jetzt mache ich das auch mal. Und wie gesagt, Neues auszuprobieren fand ich immer sehr spannend und ich tue das jetzt bis zu einem gewissen Grade im Hochschulrat der Uni Bonn, wo ich mich versuche, wieder an Universität anzunähern, die eben während 40 Jahren Berufsleben bestenfalls am Rande für mich interessant waren. Also zusammenfassend gesagt, auch wenn Geisteswissenschaftler durchaus, glaube ich, stolz darauf sein können, dass sie lernen, in größeren Zusammenhängen zu denken. Auch wenn Soft Skills für die Führungsfunktionen immer wichtiger werden und Dinge auch in Unternehmen ja immer komplexer werden, so wäre es sicher doch eine Überforderung zu sagen, ein solcher Lebensweg kann nur dann erfolgreich funktionieren, wenn man Geisteswissenschaftler oder Geisteswissenschaftlerin ist. Andererseits aber denke ich, Geisteswissenschaftler können viel, können alles, wenn sie nicht nur flexibel sind, sondern auch bereit sind, sich weiterzuentwickeln und sich eben nicht mit Tunnelblick nur auf ein Thema oder eine Berufsperspektive versteifen. Und dazu möchte ich Sie eigentlich auch in dieser Podiumsdiskussion animieren. Vielen Dank, Frau Wulf-Matthies. Dann
Dann möchte ich Frau Jansson fragen, wie Sie dazu kamen, das zu machen, was Sie heute tun, was Ihr Studium damit zu tun hat. Und vielleicht könnten Sie uns auch gleich einleitend Ihre Datenbank, von der schon die Rede war, vorstellen, www.beruf-suchen.de. Also ich habe ganz klassisch angefangen, wie man im Medienbereich anfängt, mit der Lokalzeitung, Kaninchenzüchtervereine und solche uninteressanten Sachen. Damals noch in Ludwigshafen, wo auch was keine Hochschulstadt ist und deswegen ist die Konkurrenz auch gleich kleiner. Kommt man also besser rein bei der Zeitung. Dann war ich ein Jahr in Italien, habe in der Zeit angefangen für ABI Berufswahlmagazin, das ist eine Zeitschrift der Bundesagentur für Arbeit, zu schreiben. Habe dann gemerkt, dass mir das eigentlich mehr gefällt, für ein Fachmedium zu schreiben als für die Lokalzeitung und bin dann dabei geblieben. Also ich habe dann immer wieder so lange Themen angeboten, bis ich dann der regelmäßige Freie war. Habe dann im Laufe meiner Studienzeit weitere freiberufliche Tätigkeiten aufgenommen und hätte eigentlich mein Studium fast beendet mit der Übernahme in eine feste Tätigkeit. Das war nur so, dass diese Redaktion von ABI Berufswahlmagazin von der Bundesagentur für Arbeit immer die Aufträge bekommen haben. Also es waren öffentliche Aufträge, die alle 4 Jahre ausgeschrieben wurden. Und die wurden dann in dem Jahr, das war Ende 2002, auch im Zuge dieser Umstrukturierung, die damals bei der Bundesagentur für Arbeit waren und im Zuge der damals infolge des 11. Septembers herrschenden Wirtschaftskrise, also wurde dieser Auftrag das erste Mal nach 25 Jahren nicht an diese Redaktion vergeben. Und da ist mir das erste Mal auch klar geworden, also die haben innerhalb von wenigen Tagen die ganze Redaktion nach 25 Jahren auf die Straße gesetzt. Und mir wurde das erste Mal klar, dass mit dem sicheren Job im Medienbereich, das ist nie so ganz schön. Und mir war auch während des Studiums schon immer klar geworden, dass ich eigentlich lieber frei arbeite. Also ich habe verschiedene Praktika gemacht, ich habe immer gemerkt, fest angestellt sein ist eigentlich nicht mein Ding. Und dann habe ich halt trotzdem innerhalb von 4 Wochen bei der Nachfolgeredaktion eine feste Stelle bekommen. Und das hat hinten und vorne nicht gepasst. Also das war zwischenmenschlich, das ist auch was, was ich jedem raten würde, wenn es menschlich nicht passt, das kann der tollste Job sein, dann... Ja, okay, dann klappt es nicht. Und nach wenigen Monaten habe ich das dann sein lassen, habe dann eben ganz bewusst gesagt, ich mache mich selbstständig. Auch mit diesem Hintergrund, dass ich eben jetzt die Erfahrung hatte, dass eine Festanstellung nichts für mich ist. Und damit habe ich das eigentlich durchgezogen. Also das hat mich auch immer wieder motiviert. Wenn es nicht so gelaufen ist, habe ich immer gedacht, okay, aber die Alternative gefällt mir nicht. Und das braucht man meiner Ansicht nach aus. Also das finde ich wichtig bei vielen Leuten, die sich heute so selbstständig machen und die Freiberuflichkeit so reinschlittern und eigentlich doch lieber einen festen Job hätten. Das finde ich sehr gewagt. Weil das, dazu werde ich auch nachher noch was sagen. Aber jedenfalls habe ich dann innerhalb von relativ kurzer Zeit meine ersten Buchaufträge bekommen, einfach weil ich mich beim Verlag beworben hatte und habe dann auch Bücher geschrieben, bin über den Umweg von den Büchern wieder zur Zeitung zurückgekommen, habe dann auch irgendwann Aufträge gekriegt von größeren Zeitungen. Und bin dann aufs Internet gekommen, eigentlich durch Kollegen, die mich dazu gebracht haben. Ich hatte vorher auch immer so eine Haltung, naja, Internet kann ja jeder und eigentlich ist das immer so ein bisschen, also viele junge Leute, die in Journalismus wollen eigentlich Print machen, wenn man die Leute fragt, weil das immer so das Bild hat, von wegen, es ist noch so klassisch und noch so ein bisschen elitärer. Und ich habe mich dann dem Internet zugewandt und habe dann gemerkt, was man da für Möglichkeiten hat. Weil das, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre älter ist, dann immer noch sehr viele... Also gerade die großen Verlage tun sich alle schwer mit der Umstellung auf Internet und man hat eigentlich noch sehr viel Raum für eigene Projekte. Ich habe im Zuge der Zeit dann immer mehr an meiner Website herumgebastelt, sage ich jetzt einfach mal so, und habe dann neue Ideen entwickelt und habe jetzt eben dieses Datenbankprojekt entwickelt, das Leuten aufzeigen soll, was man für Möglichkeiten mit Geisteswissenschaften hat. Also nicht nur mit Geisteswissenschaften, aber der Schwerpunkt liegt darauf, indem ich also praktisch Interviews und Berichte von Leuten sammle, die über ihren Berufsweg sammle. Also da habe ich jetzt gerade gestern jemand interviewt, der ist Patentreferent, also eigentlich Historiker und schreibt Patentanträge. Also ganz was komplett anderes im technischen Bereich. Tatsächlich sind viele Geisteswissenschaftler, die da drin sind, im IT- oder technischen Bereich gelandet. Und auch viele, die vorher gesagt haben, eigentlich wollte ich damit gar nichts zu tun haben.
Ja, das wäre eine schöne, also wenn Sie sich das angucken wollen, ich freue mich auch weiterhin über neue Beiträge. Ja, das war so mein Weg bis hierhin. Dankeschön. Dann möchte ich Frau Frank auch bitten, kurz ihren beruflichen Werdegang zu skizzieren, dazu auch einfließen zu lassen, worin ihr Studium Ihnen ihren Berufsweg geebnet hat, und dann vor allem den Stifterverband vorzustellen und in diesem Zusammenhang auch schon mal auf den von Ihnen betreuten Wettbewerb Career Services an Hochschulen einzugehen. Vielen Dank, Herr Professor Geier. Guten Morgen erstmal an Sie. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ich blicke nicht auf 40 Jahre, sondern auf 10 Jahre Berufstätigkeit zurück und werde versuchen, das Ihnen mal kurz vorzustellen, wie ich von der einen Station zur nächsten gekommen bin. Ich habe hier in Bonn studiert, ganz klassisch Geisteswissenschaften, Regionalwissenschaften Nordamerika, ein stark interdisziplinär ausgerichteter Studiengang, Politik, Soziologie und Deutsch als Fremdsprache, so ein bisschen als Notnagel, weil man immer so dachte, naja, zur Not gehe ich irgendwohin Deutsch unterrichten. Das war so ein bisschen die Motivation, die etwas unfokussierte, würde ich fast sagen, zu dem Zeitpunkt. War dann 2 Jahre in den USA vor dem Studium und während des Studiums und habe wie jeder das ein oder andere Praktikum gemacht, aber ich würde sagen, im Vergleich zu manchen Studierenden, den ich heute schon getroffen habe, weniger akribisch und ambitioniert, sondern eher dem Zufall überlassen. Nach dem Studium haben viele meiner Kommilitonen dann den typischen Weg für Geisteswissenschaftler gemacht oder einen der typischen Wege sind entweder zu den Medien gegangen, einige sind ins Auswärtige Amt gegangen, einige sind zu Bundestagsabgeordneten gegangen, das war damals auch noch möglich, hier relativ einfach in den Bundestag rein. Ich habe mich damals bei der Bosch-Stiftung beworben und bin dann als Lektorin nach Osteuropa gegangen. Das hatte erstmal nichts mit meinem Studium zu tun, die Motivation war vielfältig. Zum einen war es doch der Wunsch, nach dem Studium einfach auch nochmal vielleicht innezuhalten und erste Berufserfahrung mit einem Auslandsaufenthalt in einem ganz anderen Kulturraum zu verbinden, also eben nicht USA, Kanada, und bin dann gelandet in Südungarn, was damals fast Osteuropa light war, würde ich jetzt mal sagen. Das war noch relativ westlich, aber das konnte man sich auch nicht so richtig aussuchen. Und habe das ein Jahr lang sehr genossen und muss zugeben, dass mein Studium da mir gar nicht geholfen hat, sondern lediglich das Zertifikat, was ich gemacht habe, Deutsch als Fremdsprache, was mich dann sozusagen qualifiziert hat, diese Stelle anzunehmen. Ich habe das als großen Luxus empfunden. Ich würde das trotz sozusagen Druck in den Arbeitsmarkt zu kommen, jedem zu empfehlen, wenn man sozusagen eigenständig mit eigenem Geld nochmal eine Pause machen kann, nochmal was Neues kennenlernen auch kann nach dem Studium. Das ist extrem horizonterweiternd und hat mir doch nochmal viele Ideen gebracht, in welche Richtung man sich weiterentwickeln kann. Nach einem Jahr bin ich dann zurückgegangen, so ein bisschen mit der inneren Unruhe jetzt doch mal auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und bin nicht mehr bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, aber bei der Hochschulrektorenkonferenz, genau. Genau, die war dann nicht mehr Westdeutsch, sondern vereinigt sozusagen. Und bin dort eingestiegen in einem Bereich, Projektbereich in der internationalen Abteilung, der sich explizit mit Südosteuropa befasst hat. Das heißt, das entscheidende Kriterium war eigentlich mein Auslandsaufenthalt in Ungarn, mit dem ich nachweisen konnte, dass ich Osteuropa-Erfahrung habe. Das war insofern spannend, als dass es im weitesten Sinne das Thema Hochschulpolitik war, dass es sehr international war, dass es eine sehr dynamische Region damals war nach dem Kosovo-Krieg und dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, viele auch so der kulturellen Einblicke, die ich in Ungarn nur erahnen konnte, dann auch in dieser Tätigkeit zu vertiefen durch Projekte im Kosovo, in Albanien und vor allem in Montenegro. Ich habe dann in den nächsten 6 Jahren ganz verschiedene Stationen da durchgemacht, war zuständig für Nordamerika eine Zeit lang, war eine Zeit lang in Berlin im internationalen Bereich der HRK, habe dann später zu nationalen Themen gewechselt und dann den Bereich Studium und Lehre geleitet und zum Schluss ein großes Projekt zum Thema Bologna-Prozess dort mit aufgebaut. Was hat mein Studium dabei geholfen? Ich glaube schon, dass im Verlaufe dieser ersten 6 Jahre immer wieder Einzelaspekte wichtig waren, neben den Sprachkenntnissen und neben der generellen kulturellen Sensibilität, die Sie auch angesprochen haben. Aber der fachliche Hintergrund ist nicht das Entscheidende gewesen, muss man sagen, sondern eher einige Dinge, die auch Frau Hofmattis schon angesprochen hat. Also einfach die Möglichkeit, offen interdisziplinär an Themen ranzugehen,
sich in anderen Regionen zu bewegen, die man nicht kennt, Chancen zu ergreifen, auch mal ein Projekt sich zuzutrauen, zum Beispiel den Aufbau einer Hochschulverwaltung im Kosovo, wo man das Gefühl hat, ich kann das eigentlich nicht, aber das einfach mal machen und versuchen, weil andere können es auch nicht besser. Und das fand ich so sehr ermutigend und das hat mir doch dann die Möglichkeit gegeben, nicht nur eine breite Themenvielfalt kennenzulernen, sondern auch immer mehr Personalverantwortung zu übernehmen, also in überschaubarem Rahmen, sodass ich dann nach 6 Jahren mich entschieden habe, die Institution zu wechseln, durchaus aus einer unbefristeten Stelle heraus, weil ich doch das Gefühl hatte, dass der Fokus wird zu eng. Es waren nationale Hochschulthemen, es war eine Institution, es war sehr hochschulbezogen und bin dann gelandet beim Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, wo ich jetzt seit 3,5 Jahren diesen Programmbereich Forschung und Wissenschaftsdialog leite. Der Stifterverband nennt sich auch die Gemeinschaftsinitiative der deutschen Wirtschaft. Im Prinzip sind wir ein von Mitgliedern und Förderern getragener Verein. Wir sammeln Spenden bei Unternehmen und investieren die in Hochschulprogramme. Das ist so die Idee. Wir sind also ein privater Wissenschaftsförderer, wobei der Fokus nicht auf der Forschungsförderung ist, sondern darauf, Veränderungsprozesse im Hochschulsystem anzustoßen. Dadurch, dass wir Modellprojekte an einzelnen Hochschulen fördern und diese bekannt machen. Wir sind aber auch Politikberater. Wir versuchen zusammen mit Partnern, und unsere Partner sind Hochschulen, die Politik, Unternehmen, Stiftungen, alle, die sich engagieren für das Wissenschaftssystem, zusammen mit diesen Partnern wissenschaftspolitische Positionen zu entwickeln. Spannend daran finde ich, dass für mich der Stifterverband mit seinem Netzwerk diese Idee des privaten Engagements für Wissenschaft verkörpert. Und das finde ich, das macht mir Spaß, daran sozusagen mitzuarbeiten. Vielleicht bevor ich zu dem Programm komme, das sich im weitesten Sinne auch mit dem Thema Karriereberatung an Hochschulen befasst, kann man, glaube ich, abschließend sagen, mit Blick auf mein Studium, es hat mir die nötige Offenheit gegeben, alle möglichen Aufgaben mir erstmal zuzutrauen. Und ich würde sagen, nachdem der Einstieg geschafft ist, ist das Studium eines Geisteswissenschaftlers, es sei denn, man ist ganz klar fachlich gefragt in einem bestimmten Bereich, nicht mehr so relevant. Dann ist es nur noch relevant, dass man ein solides, gutes Studium abgeliefert hat und dann zählt, so war das zumindest bei mir, mehr und mehr die Berufserfahrung. Abschließend vielleicht stelle ich Ihnen kurz die Förderinitiative einmal vor. Wir haben einen Wettbewerb gemacht zum Thema Career Services an Hochschulen. Hintergrund ist, dass es durch verschiedene Entwicklungsprozesse im Hochschulsystem, glaube ich, immer stärker die Anforderungen auch an Hochschulen gibt, in diesem Bereich aktiv zu werden für die Studierenden, also Studierende zu beraten, über mögliche Berufsfelder, Kontakte zu Unternehmen und anderen Einrichtungen herzustellen und auch mit dem Erfolg ihrer Absolventen zu werben. Also das ist, glaube ich, auch zunehmend ein Leistungs